Mal auf der rechten Seite sehen wir hier. Oh, ist sogar meine Box. Nice. Willkommen heute zu einer abendlichen Runde QSG hier auf dem Gommes-Server und auf einer brandneuen Map, die man schon hier rechts, oben rechts sehen kann, und zwar Community. Denn es ist jetzt möglich, quasi in der Community PvP zu zocken, ein paar Runden QSG zu spielen, und das werden wir jetzt in Anspruch nehmen. Jedenfalls, Leute, dachte ich mir, wir können einfach mal heute in der Community ein bisschen spielen und schauen, wie das Ganze wird. Das hier ist übrigens das zweite Video. Also, falls ihr das erste noch nicht gesehen habt, dann checkt das gerne aus. Und ja, das werde ich euch nochmal in die Beschreibung packen. Und ansonsten, was habe ich so zu sagen? Es ist jetzt Wochenende, mega cool. Und ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wann ihr das Video hier vielleicht anschaut. Würde mich mal interessieren, keine Ahnung, wann ihr das anschaut oder ob ihr das noch vielleicht sogar spät am Abend anschaut. Kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Und der kassiert aber echt ordentlich. Oh ja, der hat ein bisschen was kassiert. Das gefällt mir. Ihm wohl weniger, aber mir. Und eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, wäre einmal, Leute, Merch. Denn ich hatte mal wieder überlegt, eventuell, was... Okay, das war wohl der Killerblick. Der Killerblick schlägt mal wieder zu, Leute. Ich hatte mir nämlich mal wieder überlegt, eventuell Merch rauszuhauen. Denn eventuell erinnert sich die ein oder andere noch daran, ich hatte mal Merch rausgebracht. Das ist schon etwas länger her mittlerweile, denn ich hatte damals, glaube ich, im Januar Merch rausgebracht. Also es ist verdammt lange her, muss ich zugeben. Weil es gab da ein paar Probleme mit dem Versand und sowas damals, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber es hat sich jetzt alles erledigt, deswegen dachte ich mir, könnte ich jetzt mal wieder Merch raushauen. Und da dachte ich mir, könnte ich das Ganze einfach mal im Video anschneiden, ob ihr darauf denn Bock hättet. Also wenn ich mal so wieder Merch rausbringen würde. Und eventuell, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja auch gerne Designvorschläge zusenden auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer. Instagram bin ich momentan übrigens sehr aktiv, deshalb, wenn ihr wollt, würde mich mega freuen, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder wenn ihr euch auf jeden Fall auch die Mühe macht, überhaupt solche Designs zu erstellen. Also das würde mich mega freuen. Falls nicht, ist natürlich auch kein Muss. Habe keine und ohne. Ja, jedenfalls hatte ich mal wieder Bock, Merch zu machen, deshalb, wenn ihr Designideen habt, könnt ihr mir die gerne auf Twitter zusenden. Ja, oder auf Instagram oder sonst wo, Hauptsache irgendwo. Und schreibt's gerne in die Kommentare, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, dann würde ich mal sagen, konzentrieren wir uns nochmal auf die Runde. Ich bin jetzt nicht sehr viel auf die Map eingegangen, das lag daran, dass ich einfach, ja, die Community halt, was soll man dazu großartig sagen. Aber die Community sollte ja auch jeder, glaube ich, kennen, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich da so viel zu erzählen muss. Oh shit, den habe ich bekommen. Krass. GG, I love Telekom. GG, Alter. Und der haut direkt ab. So, Leute, jetzt sind wir in der zweiten Runde und auf der Map Community. Und es gibt hier übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ein paar Sachen, die man normalerweise in der normalen Community nicht betreten kann. Und es gibt ein paar Sachen, die man in der Community normalerweise betreten kann. Und die schauen wir uns auch gleich mal an bei Gelegenheit. Und zwar, ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Es gibt zum Beispiel hier die Bühne, die kann man ja normalerweise nicht betreten. Und hier in QSG kann man diese Bühne jetzt betreten. Das ist vielleicht ganz cool für die Leute, die schon mal hier drauf wollten. Ich meine, man kann da jetzt hier nichts machen oder sowas. Also es ist so gesehen nutzlos, hier drauf zu gehen. Aber immerhin hat man natürlich die Möglichkeit, da generell drauf zu gehen. Das ist ja, finde ich, eine relativ nette Sache so. Ansonsten gibt es, wie gesagt, auch viele Bereiche, die einfach abgesperrt sind, da die Map sonst zu groß wäre, was ja auch meiner Meinung nach total verständlich ist. Wenn wir beispielsweise rausgehen, und wir können sogar mal zur Screenshot-Bühne gehen, damit ich das mal etwas demonstrieren kann. Bei den Screenshot-Boxen ist das zum Beispiel so, hier ist kein Zaun, da das einfach, weiß ich nicht, wenn da ein Zaun wäre, das wäre ja sinnlos. Stattdessen wurde dieser Bereich auch für ein paar Kisten genutzt. Hier auch nochmal auf der rechten Seite sehen wir hier, oh, ist sogar meine Box! Nice. Seht ihr da auf jeden Fall auch nur meine Box. Und dann können wir nochmal versuchen, hier eventuell ein bisschen was zu zeigen. Denn hier, dieser Bereich ist ebenfalls abgesperrt. Man kann hier nicht runterspringen. Und das ist auch, denke ich mal, gut so, weil sonst ziemlich viele Leute dort runterfallen würden. Und gegen den Typen werde ich wahrscheinlich gar keine Chance... Wow, von wo kommt der denn hin? Ach so. Hä, kommt es mir nur so vor, oder werden die Hits gar nicht teilweise angezeigt? Oder ich höre keine Sounds, wenn mich jemand schlägt. Oh, ich hab ihn bekommen. Wow.
Nein, er hat mich so kackendreist abgestaubt. Naja, Leute, das war's auch schon mit der abendlichen Runde QSG. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, Däumchen nach oben würde mich freuen. Und ein Abo, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, klickt einfach jetzt auf meinen Kopf. Und ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ob ihr Merch wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis denn und ciao.